Das ist das Salzburger Magazin und das sind die Themen: Klimabonus, Fenstersanierung jetzt beantragen. Wir stellen Ihnen Clean Energy for Tourism vor und wir machen mit Ihnen jetzt gleich einen Abstecher Richtung Wolfgangsee. Wenn es bei Ihrem Fenster reinzieht, dann bedeutet das automatisch Mehrkosten. Einerseits für einen möglichen Fenstertausch oder andererseits wegen der Energiekosten. Aber es geht auch anders, denn Dichtungen können oft getauscht werden und das wird auch noch gefördert. So, jetzt machen wir mal den Fenstercheck. Werden wir sehen, ob da jetzt das Problem bei der Dichtung ist. So, jetzt machen wir mal den Abdruck zwischen Fensterstock und Fensterflügel. Das funktioniert am besten mit einer Knetmasse. Nach dem Schließen und Öffnen sieht man durch den Abdruck des Fensters, ob es noch dicht ist oder ob die Dichtung getauscht werden muss. Okay, jetzt haben wir einen Abdruck. Dann nehmen wir die alte Dichtung her, die schon massiv ausgehärtet ist, weil einfach nach 25 Jahren, da sind Weichmauer drin und die gehen raus. Das ist gleich, wie man Autoreifen noch 5 Jahre in die Garage einstellt. Und dann ist der Reifen nachhart und kann man auch mit denen mal fahren. Das im Endeffekt ist das gleiche mit der Dichtung. Das heißt, wenn das Fenster jetzt zugeht, kommt der Flügel nicht mehr in der Dichtung an und der bleibt im Endeffekt davor stehen. Danach wird eine neue Dichtung ausgesucht. So, okay. Ja, dann nehmen wir die Dichtung. Die passt sich einfach perfekt an. Aha, okay. Schauen Sie her jetzt. Jetzt können wir den Flügel mit dem Stock wieder dicht machen. Das heißt, der Raum zwischen Stock und Flügel passt sich genau unsere Dichtung an und dann ist das Fenster wieder dicht. Gell? Nach dem Fenstercheck gibt es dann noch den Funktionscheck. So, und jetzt starten wir wieder mit dem Funktionstest, um den Fehler zu finden, um ihn dann zu beheben. Die Tür ist zum Beispiel verstellt in der Höhe. Beim Funktionscheck wird das Fenster abgesehen von den Dichtungen nochmals neu eingestellt, sodass alles wieder reibungslos und leicht funktioniert. Der gesamte Dichtungstausch funktioniert übrigens ohne Verschmutzung und wird auch von der Salzburger durch den Klimabonus gefördert. Höhenverstellung behoben, das Fenster lässt sich wieder kippen und schließen. Jetzt wird die Mechanik geölt. Die Mechanik des Fensters wird noch einmal ausreichend geölt und im Anschluss die alte Fensterdichtung entfernt. Auch das dauert nur einige Sekunden. So, und jetzt wird die Dichtung entfernt. Und jetzt tun wir unsere eigens entwickelte Silikon-Kautschuk-Dichtung in die bestehende Nut und arbeiten das schön von oben nach unten hinein. Und die ganze Montage bei einem Fenster nimmt ca. 20 bis 25 Minuten in Anspruch. Zum Abschluss wird nochmal der Funktionstest gemacht, um die Leichtgängigkeit des Fensters zu überprüfen. Und so wie man hört, im Gegensatz zu früher ist jetzt wieder ein Puffer eingebaut und die Türe dichtet somit wieder. Sollten Sie noch Fragen zum Klimabonus haben, dann finden Sie alle Infos auf unserer Website. Den Klimabonus gibt es auch für die oberste Geschossdecke und auch für die Heizung. Und alle Informationen zum Klimabonus finden Sie auf unserer Webseite www.salzburg-ag.at. Wir kommen jetzt aber zu einem sehr innovativen Projekt. Clean Energy for Tourism heißt dieses. Um was es geht und wie es zum Beispiel in einem Skigebiet funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Weiße Pisten und feiner Pulverschnee. Michi schwingt auf seinen zwei Brettern zufrieden den Berg hinab. Doch eines beschäftigt ihn. Wie ist es möglich, ein Skigebiet so zu betreiben? Das muss doch Unmengen an Energie und Geld kosten. Gerade in Spitzenzeiten. Genau das haben wir von der Salzburg AG mit den Skigebietsbetreibern auch gedacht und das Forschungsprojekt Clean Energy for Tourism gegründet. Unser Ziel? Eine effiziente und flexible Energiemanagementlösung für Skigebiete. Und wie? Betreiber von Skigebieten, Technologieanbieter und die Salzburg AG arbeiten daran, vorhandene Infrastrukturen und regenerative Energiequellen möglichst effizient zu nutzen und miteinander zu verbinden. Damit können Skigebiete smart betrieben und gleichzeitig auch das Stromnetz optimiert werden. Lastspitzen sind durch diese integrative Technologie leichter zu bewältigen. Zum Beispiel eine Schneekanone produziert dann nicht einfach nur, sobald die Temperaturen purzeln. Dank Clean Energy for Tourism weiß die Schneekanone genau, wann der beste und effizienteste Zeitpunkt ist, um zu beschneiden.
Energie dafür wird aus den vorhandenen Quellen oder aus Wasserspeichern, die in niedrigeren Bedarfszeiten Strom produzieren und speichern, bezogen. Auch die Gondeln werden smart. Sie beziehen ihre Energie aus der PV-Anlage in der Liftstation. Sollte zu viel Energie vorhanden sein, kann diese in das Stromnetz eingespeist oder auch virtuell für später gespeichert werden. Die Betreiber der Skigebiete können so die eigene Energieautonomie erhöhen und einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Wintertourismus beitragen. Und sie können sicherstellen, dass wir auch in Zukunft auf weißen Pisten ins Tal schwingen können. So wie unser Michi. Wir von der Salzburg AG sind stolz darauf, das Leben noch nachhaltiger, vernetzter und komfortabler zu gestalten und mit unseren Partnern Impulsgeber für Innovation und Digitalisierung zu sein. Lehrlinge sind bei der Salzburg auf der Überholspur und aus diesem Grund stellen wir Ihnen im Salzburg AG Magazin laufend spannende Lehrberufe vor. Wir sind gerade in Hagenau im Umspannwerk. Es steigt die Spannung und ganz besonders beim Jakob, unserem Lehrling. Servus Jakob, wie geht's da? Darf ich dich kurz stören? Was machst du denn da? Ja, jetzt da oben habe ich gerade einen Scheinwerfer austauscht, weil der war kaputt und der Scheinwerfer den brauchen wir auf die Nacht immer, wenn Einsätze sind da, weil öfter da sowas zum Beheben ist. Und es ist halt wichtig, dass das regelmäßig gewartet wird. Was machst du für einen Lehrberuf? Also ich mache doppelte Energietechnik, Maschinenbautechniker. Und momentan werde ich im Energietechnikbereich eingesetzt, so wie eben da. Da ist man dann eigentlich nur auf die Leitung auf dem Weg. Und da ist ja immer die Action dabei, oder? Ja, also das gefällt mir voll gut, weil da kannst du relativ viel mit Dunkel klettern und eigentlich immer mit Sport verbunden. Und man ist auch immer in der Natur auf dem Weg. Das taugt mir. Ah, und du mit deinen Kollegen kommst du auch gut aus? Du bist ja auch unterwegs in ganz Salzburg wahrscheinlich. Ja, man ist natürlich viel unterwegs in ganz Salzburg. Man sieht auch extrem viel, ist extrem lässig. Und mit den Kollegen ist es immer eine Gaudi eigentlich. So, und du bist im vierten Lehrjahr, gell? Und bereitest du jetzt schon auf die Lehrabschlussprüfung vor, oder? Ja, genau. Also im vierten Lehrjahr haben wir dann, also jetzt haben wir noch die Berufsschein, wegen der Doppel einmal im Maschinenbau und Elektroberufsschein, haben wir jetzt noch die Projekte, die Berufsschein. Und dann gegen Ende vom vierten Lehrjahr haben wir dann die LAW-Vorbereitungskurse mit meinem Lehrausbilder, mit Herrn Reithofer, und da werden wir dann hoffentlich top auf die LAW vorbereitet. Hoffentlich kriegst du eine Auszeichnung. Ich drücke dir die Daumen. Du, ich will dich gar nicht weiter stören bei der Arbeit. Vielen Dank, gell? Und mach's gut. Wir sehen uns. Ciao, Pfiat. Wir kommen jetzt in die eigenen vier Wände und zeigen Ihnen, wie Sie am besten Energie sparen können. Meine Kollegin Lisa Reischl von der Energieberatung der Salzburger AG hat wieder ein paar nützliche Tipps für Sie. Herzlich willkommen bei den Energiespar-Lifehacks der Salzburger AG. Jetzt schauen wir uns das Einsparpotenzial im Badezimmer an. Wir kommen gleich zum Waschbecken. Hier haben wir ein erhebliches Einsparpotenzial bei den Wasserhähnen. Es sollte darauf geachtet werden, dass überall ein Perlator im Einsatz ist. Dieser reichert das Wasser mit Luft an und dadurch wird weniger Warmwasser verbraucht. Gerade in der kalten Jahreszeit ist ein Vollbad natürlich nett. Energieeinsparender ist aber natürlich das Duschen. Je nachdem, wie lange man duscht, ist das Einsparpotenzial bei ungefähr 2/3 zu einem Vollbad. Und nach dem Duschen lüften nicht vergessen. Fenster für 10 Minuten komplett auf und die Feuchtigkeit hinauslassen. Schön langsam geht es wieder los am Wolfgangsee und bevor die Schiffe wieder in See stechen, haben wir die Revision der MS Österreich etwas genauer angesehen. Eines vorweg, vieles neu bei der Wolfgangsee-Schifffahrt. Mit diesem Versprechen starten wir in die neue Saison. Wenn zum Saisonstart die Schiffe der Wolfgangsee-Schifffahrt wieder in See stechen, dann hat sich so einiges getan. Ein Refitting bei der MS Österreich und Probleme bei der MS Wolfgang Amadeus machten eine Revision nötig, dazu allerdings noch etwas später.
Die MS Österreich wurde 1984 gebaut und nach ca. 25 Jahren, sagt man, soll man ein Refitting bei einem Schiff machen. Bis 1. Jänner war das Schiff noch durch die Advent- und Weihnachtsschifffahrt im Einsatz. Danach wurde es von einigen Mitarbeitern in St. Wolfgang zerlegt. Schon vor 2 Jahren hat man mit dem Neuausbau schrittweise begonnen und derzeit ist die 3. und letzte Ausbaustufe dran. Ja, das Refitting hat 3 Ausbaustufen, wobei 2 bereits abgeschlossen sind. Das war ein neuer Aufbau am Oberdeck mit einer Möglichkeit, die Fahrgäste im Trockenen zu befördern. Der 2. Teil waren neue WC-Anlagen, die behindertengerecht ausgeführt worden sind. Und jetzt der 3. Teil, das ist jetzt der große Teil mit einer neuen Innenausbau, sprich neuer Verkleidung, neue Böden, neue Decke. Dieser neue Innenausbau sollte auf jeden Fall eine Aufwertung des Schiffes sein. Wie das Schiff dann unter Deck aussieht, das verraten wir Ihnen noch etwas später. Die Zeiten ändern sich, die Bedürfnisse der Fahrgäste ändern sich und wir wollen dem auch Rechnung tragen. Und deswegen wird dieses Schiff auch auf den neuesten Stand der Technik und der Qualität gebracht. Das 2. Schiff, das derzeit in Revision ist, ist die MS Wolfgang Amadeus. Dieses Schiff steht derzeit im Trockendock in St. Wolfgang. So, wir gehen jetzt da in den Maschinenraum vom Wolfgang Amadeus, von unserem Motorschiff. Wir haben ja da im Advent, am vorletzten Adventwochenende einen Totalausfall der Steuerung gehabt, was uns natürlich vor Riesenprobleme gestellt hat. Auf der einen Seite ist da der Wolfgang sehr Advent voll im Gange. Die große Herausforderung war, wir haben dieses Schiff nicht mehr zur Verfügung gehabt. Es hat natürlich zu längeren Wartezeiten für unsere Fahrgäste ist es da gekommen. Und wir haben das irgendwie so recht und schlecht über die Bühne gebracht. Da sieht man jetzt den Brunnenschacht. So ein Brunnenschacht-Einbau von einem Antrieb hat den Vorteil, dass man das Schiff nicht unbedingt aus dem Wasser herausziehen muss, auf die Slipanlage stellen muss, sondern kann das Schiff im Wasser lassen und mit einem Kran den Antrieb herausheben. Wir haben aber jetzt trotzdem das Schiff heraus im Trockendock. Wir haben gleichzeitig andere Sachen, Wartungsarbeiten am Unterschiff, am Unterwasserschiff vorgenommen, Anstrich geprüft und so weiter. Das sind aber nicht die einzigen Arbeiten am Schiff. Auch das Unterschiff wurde kontrolliert und bearbeitet. Die Muscheln am Schiff sind hier nicht das einzige Problem, das auftauchen kann. Gleichzeitig, wenn so ein Schiff aus dem Wasser ist, überprüft man den Rumpf auf Beschädigungen, ob es irgendwo mal aufgefahren worden ist und so weiter, ob man gegen einen Gegenstand. Es gibt ja sehr viel Treibholz im See, speziell nach großen Gewittern, ob nicht dadurch das irgendwas beschädigt worden ist. Derzeit ist der Antrieb der MS Amadeus zur Reparatur in der Werkstätte der Schafbergbahn. Dort werden derzeit auch noch die letzten Arbeiten vorgenommen. Das ist jetzt das Gegenstück, was wir vorhin am Schiff gesehen haben. Das wird von oben mit einem Kran eingebaut. Grund des Ausfalls war, wie wir dann nach dem Zerlegen festgestellt haben, ein Bruch vom Tellerrad, von einem Zahn. So, jetzt aber wieder zum Innenausbau der MS Österreich. Jetzt sind wir aber gespannt, wie das Schiff in Zukunft aussehen wird. Ja, wie soll es ausschauen? Wir wissen, wie es ausschauen wird. Wir hoffen, dass es dann auch so ausschaut, wie es unseren Vorstellungen entspricht. Aber natürlich für unsere Fahrgäste wollen wir nicht allzu viel verraten. Na dann freuen wir uns auf die neue Saison am Wolfgangsee. Wir starten am 30. März mit der Frühjahrsschifffahrt. Das war das Salzburger Magazin. Jetzt noch eine Information in eigener Sache. Wenn Sie eine gültige SVV-Jahreskarte für 2019 haben, können Sie nun auch Produktkombikunde der Salzburger werden, also ZAM-Kunde. Alle Informationen diesbezüglich finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht.
wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt.